So, hallo, wir machen weiter bei Slurchery. Das letzte Mal haben wir festgestellt, dass der Hack doch anzieht mit der Schwierigkeit. Und jetzt spielen wir das 5. Level von 9. Caveman's Invention. Ist das Caveman? Man weiß es nicht. Und oh, Donkey Kong Musik. Das wird wohl Caveman sein. Der kommt ganz schön oft vor. Der hat einen Hammer erfunden und ist jetzt so stolz drauf, dass er jedem seinen Hammer zeigen muss. Hier, hier, da ist ein Hammer und den Hammer habe ich auch erfunden. Und das ist auch ein Hammer. Das ist, ja, voll der Auer-Hammer. Der tut auch ordentlich weh, dieser Hammer, den er da erfunden hat. Lass mich in Ruhe. Wow. Du hast mir jetzt genug Hammer gezeigt. Er ist halt echt so stolz, er muss jetzt jedem seinen Hammer zeigen. Uff. Mein Handy blinkt. Warum? Was habe ich getan? Was willst du von mir? Ach so. Ich wollte nur sagen, dass der Akku nicht weiter aufgeladen wird, weil die Powerbank leer ist. Gut. Prozent reichen ja auch erstmal. So. Okay, hier bin ich gestorben vorhin, ne? Okay. Ah, da kommt wieder. Ich musste mich ganz kurz kratzen. Und hab gedacht, ich habe hier ein bisschen Pause, weil wir haben ja auch keine Zeit. Aber Pustekuchen. Okay, ich nutze den und dann komme ich zum Midway Point. Nice. Oh, jetzt wird's interessant. Da muss eine Plattform. Ja, ich wollte gerade sagen, da muss noch eine Plattform kommen. Ich muss jetzt ganz kurz einmal testen, ob das ganz normale Hammerbrüder sind. Und ich die also killen könnte. Okay. Aber man kommt halt nicht ran an den, das ist das Problem. Oh je. Es läuft schon wieder viel zu gut. Dafür, dass ich hier gleich einen Abflug machen werde. Oh. Da ist ein Power-Up drin, ja? Yes. Gib mir das. Jetzt muss ich da durchkommen, ohne das Power-Up zu verlieren. Wirklich ruhig spielen jetzt mal. Einfach ganz ruhig spielen. Dann jetzt geht die hoch. Komme ich da ohne... Nein, ich komme da nicht ohne Anlauf hin. Ich habe es mir gedacht. Oh nein, ich muss die aber im Bild haben, dass die sich bewegt. Oh, das ist ja fies. Yes. Oh je. Bei beiden kann ich getroffen werden. Ich versuche jetzt einfach, ihn zu treffen. Nice. Nicht so nice. Oh boy, das ist mies. Wenn ich jetzt auf das Springboard gehe, trifft er mich direkt? Nein, ich kann darum wurschteln. Ah, schade. Okay, aber wir kamen gut durch. Ich fand für unser erstes Mal den zweiten Abschnitt des Levels kamen wir ganz gut durch. Und ich habe am Anfang den Pilz hier verloren, weil ich getestet habe. Den habe ich jetzt ja noch. So viel dazu. Ah, jetzt haben wir natürlich wieder die Sache, dass ich schnell dahin möchte, wo ich war. Ich kann aber nicht schnell dahin, wo ich war. Ich muss ruhig spielen. Muss ruhig spielen. Ich
Überlege gerade, was es noch zu erzählen gibt. Ich habe wieder im ersten Part habe ich schon wieder alles, was ich so erzählen wollte, verpulvert. So mit Emero und was habe ich noch alles erzählt? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es schon nicht mehr. Jetzt habe ich schon wieder nichts mehr zu erzählen. No! Ach so, ja, so über Ingame-Belohnungen habe ich geredet. Warum auch immer. Und ein bisschen über Evil Kong. Oh mein Gott! Jetzt komme ich nicht mehr. Das ist so nervig, dass man. Wenn ich mal eine Stelle hatte und recht weit gekommen bin, dann müssen erst wieder alle Monde in einer Linie stehen, bis ich wieder an diese Stelle komme. Okay, jetzt ist es eigentlich... Okay, nice. Ah, das wird jetzt interessant mit... Okay. Jetzt kriege ich theoretisch ein zweites Power-Up. Das ist gut. Vielleicht verliere ich das jetzt auch nicht so schnell. Ah, jetzt kommt die Röhre wieder hier. Ich glaube, direkt hinrennen wird nichts nützen. Die wird direkt erstmal hochfahren. Lassen wir jetzt erstmal runterfahren in Ruhe. Genau. Wenn ich nicht nah genug dran bin, fährt die nicht rauf und runter. Passt. Perfekt. So, den habe ich ganz gut vorne hingekriegt. Das war klar, aber ich habe dafür den Pilz jetzt noch. Wenn ich... Hier bin ich vorhin getroffen worden. Jetzt habe ich das noch. Und kann also bis zum... Nein! Ich wollte gerade sagen, bis zum Sprungbrett so hinkommen, aber jetzt komme ich auch so hier rüber. Ja, wir sind weiter, aber das Problem ist... Wir sind wieder klein. Oh, boy. Okay, da muss... Oh, nein. Das ist jetzt nicht das Problem. Hier komme ich dran vorbei. Aber da kommt halt noch was. Ich weiß halt nicht, was noch kommt. Okay. Auf dem Stein sollte ich sicher sein, erstmal. Dann muss ich ganz schnell den Block nehmen und ganz schnell den Typ wegzünden. Ärgerlich. Ärgerlich. So, hier wäre es gut, den Pilz noch zu haben. Dann habe ich da mehr Glück beim Runterfallen. Mehr Glück beim Runterfallen. Glück haben ist Quatsch. Ich habe nicht mehr Glück, aber ich habe eine höhere Chance, da weiterzukommen. So meinte ich das. Ich muss mich dann nicht... Wenn ich natürlich trotzdem getroffen werde und dann nicht abspringen kann von dem Ding, nützt mir das Ganze überhaupt nichts. Ich wollte halt sagen, ich muss mich dann nicht auf das Glück verlassen, wie ich es theoretisch ein bisschen muss, wenn ich klein bin. Könnte ja auch einfach gut sein und es abschätzen. Aber das kann ich halt wieder nicht. Okay, nice. Können wir den Pilz bitte behalten? Dann kriege ich hier nämlich meinen zweiten. Sehr schön. So. Wir sind schon wieder hier. Gleich kommt die Stelle mit dem Drehsprung. Nice. Diesmal haben wir noch beide Pilze. Aber vielleicht können wir diesmal einen Pilz behalten. Okay, cool. Cool. Sehr cool. Jetzt würde ich ihn gerne nicht da verlieren, wo ich ihn vorhin noch nicht verloren habe, sondern mit ihm wirklich dahin mitnehmen, wo ich ihn... dann noch
brauchen könnte. Nice. Jetzt bin ich natürlich größer und werde schneller getroffen. Nein, ich war zu lang. Okay, ich war nicht zu langsam. Oh boy, wir kommen hin. Wir kommen also auf jeden Fall hier weiter. Egal, ob ich jetzt getroffen werde oder nicht. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, ob noch so einer kommt oder ob es das war. Ja! Nice! Den Pilz bis dahin mitnehmen ist also der way to go. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Tschüss, Caveman. Temple of Stoners. Das sind die Stoners. Der zeigt an, wohin er geht, oder wie? Okay, das ist cool. Kann ich mir zwar bisher denken, was die machen, aber gut. Na, wobei, hier könnte der jetzt auch seitlich gehen. Das ist cool, wenn die... Ah, ja! Ach so, der macht jetzt auch den hier. Und der wird auch gleich den hier machen. Okay. Aber solange die nicht diesen Stomp-Effekt bekommen... Na, der war langsamer, als ich dachte. Aber solange die diesen Stomp-Effekt bekommen, ist das Level voll okay. Und... Was bist du? Du springst, wenn ich springe. Die Musik ist VVV, wollte ich nur kurz gesagt haben. Ja, tschüss. Großartiges Lied. Okay, aber ich kann den austricksen. Gott. Oh, das wird jetzt unangenehm. Okay, das sind die drei und er halt. Gut. Soweit kein Thema. Oh, der wird unangenehm. Passt aber. Der fällt jetzt einfach runter. Da muss ich den halt gut timen. Das sollte aber auch nicht das Problem sein. Den drücken wir einmal. Nice. Oh, ich mag den Hack. Ich muss sagen, das hat echt, der hat echt coole Ideen. Und er wird vor allem mit jedem Level besser. So, am Anfang war er okay, aber noch recht gewöhnlich. So, jetzt hat er mittlerweile echt coole Gimmicks. Und auch von der Herausforderung her fühlt er sich gut an. Mag ich. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich darf nicht springen in dem Abschnitt. Okay, aber das ist jetzt nicht so das Problem, hier nicht zu springen. Hier darf ich auch nicht springen. Aber auch das war jetzt nicht so das Problem. Hier darf ich springen. Oh, ich dachte, ich komme hoch. Na gut. Die sind alle ein bisschen crazy drauf. Alles geht klar. Und das war's. Oh, okay. Easy. Schönes Level. Schönes Level. Verglichen mit dem Caveman, aber deutlich einfacher. Also hätte ich eher von der Reihenfolge her andersrum gemacht. Aber bin ich ja zufrieden. Bin ich ja froh, wenn wir nicht jedes Level jetzt so lange brauchen wie das Caveman-Level. Finde ich gut. I'm just a Bill. Oh, jetzt kommen die Bills. Oh, nicht dieses. Nicht dieses Zeug. Oh, nee. Aber die Musik ist großartig. Die kenne ich allerdings wieder nicht. Irgendein RPG bestimmt. Hat was von der Oberweltmusik oder sowas in der Richtung. Obwohl, jetzt verfolgt nämlich auch. Oh mein Gott.
Das wird ein unangenehmes Level. Ich sollte den Pilz nicht am Anfang verlieren. Das wäre schon mal gut. Aber die Kombination aus Verfolger Bill und diesen Plattformen wird interessant. Mal gucken, wie weit er das auf die Spitze treibt. So, jetzt verlieren wir einfach den nicht gleich am Anfang. Sehr schön. Ah, kein Problem. Warum ist die eigentlich? Die sieht komisch aus. Aber wir kommen schon mal weiter. Wollte er sagen... Wow, okay. Okay, ich kann von unten theoretisch auf so ein Ding hoch. Wenn ich mich nicht komplett doof anstelle, geht das theoretisch. Wo bin ich vorhin? Hier wurde ich irgendwie getroffen, ne? Ja. Da waren wir noch gar nicht. Yo, du machst neue Dinge. Aber in die Richtung nicht, weil da zum Glück ein Block ist. Das freut mich. Du machst auch komische Dinge. Und in die Richtung ist aber schon. Okay. Aber soweit sieht das okay aus. Man muss es nur erstmal kennenlernen. Das ist ganz wichtig, das ist so ein Level. Das muss man erstmal kennenlernen. Man denkt so auf den ersten Blick, okay, wir werden uns nicht gut verstehen, wir werden keine Freunde. Aber wenn man sich dann mal kennenlernt, merkt man erstmal, dass man zum einen den gleichen Musikgeschmack hat. Und dann merkt man so langsam, oh, das Level ist ja doch, das guckt auch gerne Animes, das Level. No? Und dann, merkt man so, hey. Vielleicht kann ich ja doch mit dem Level befreundet sein. Solange das Level da nicht anfängt, mich zu hintergehen und mich spoilert mit irgendeinem Anime, dann ist Freundschaft vorbei. Also wenn mich jemand spoilert in einem Anime, den ich gucken möchte, bei dem mir die Story enorm wichtig ist, da ist alles vorbei. Es gibt nichts, wo ich empfindlicher bin, als bei Spoilern zu Serien oder da bin ich echt enorm empfindlich. Weil das ist... Ich habe schon so oft erzählt, du kannst mit einem Spoiler einfach so viel Freude einem Menschen nehmen, der einfach... keine Ahnung. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Attack on Titan denke, wenn man da gewisse Sachen spoilern würde... Das macht den kompletten Anime kaputt. Wenn man das Sachen vorher weiß. Ich weiß. Also wenn es nicht stört, klar, hey. Schau gerne den Anime und lies vorher alles. Ist okay. Aber. Nee, also ich könnte es nicht. Ich würde es nicht wollen. Gerade die Überraschung, die man hat, einmal die Stelle zu sehen, von der man nicht wusste, was kommen wird. Gerade dieser Moment, den gibt es genau einmal im Leben. So, das ist. Sowas möchte ich auch erleben. Nicht vorweg. Oh Gott, die Dinger drehen sich, das merke ich jetzt erst. Und nicht vorweggenommen bekommen. Da werde ich richtig salty, wenn sowas passiert. Mit Waypoint wäre jetzt ganz cool übrigens. Spiel ist so. Nö, noch nicht. Oh mein Gott! Da kommt noch ein ganz flotter bei raus. Und jetzt gib mir erstmal diesen mit Waypoint. Dankeschön. Oh, jetzt macht er die kaputt hier. Ja, eins reicht, ist okay. Aber das dreht sich einfach jetzt dauerhaft, okay. Der schießt jetzt richtig fix. Der schießt auch richtig fix, aber der kann mich mal. Okay. Ich hoffe, ich brauche den. Gib mir das. Oh, ich muss dafür sorgen, dass der da runter... Ja, genau so. Verstanden. So. Hier kann ich in Ruhe erst erstmal raus.
Also den Pilz kriege ich safe jedes Mal. Ah, oh, der Sch... Der ist frech! Nein, nein! Okay, der hört auch wieder auf, sich zu drehen. Aber der da oben gefällt mir nicht. Okay. Jetzt sind wir schon wieder so weit, dass ich jetzt gerne ein Ziel hätte. Ich glaube, wir werden hier gleich Probleme. Irgendwann kommt noch so ein schneller. Gelber bestimmt. Na, ah, verdammt. Das war blöd. An irgendwann werde ich noch an so einem gelben sterben. Das war. Holy moly. Das weiß ich jetzt schon. Einer von den gelben wird mich mitnehmen. Ich weiß noch nicht welcher. Einer von den gelben. Da bin ich vorhin auch schon dran. Ja. Verdient. Verdient. So, habe ich mein Spoiler-Thema schon wieder beendet? Ja. Mann, ich habe auch... Also, es ist tatsächlich so. Ich habe auch Angst. Alleine dadurch, dass ich das jetzt anspreche, das Spoiler-Thema, dass das wieder irgendein Flitz, eine Flitzpiepe in den Kommentaren dann schreibt, ja, es wäre zum Beispiel voll schlimm, wenn man wüsste das so und so. Weißt du, so dieses Troll-Spoilern dann, das kann ich überhaupt nicht ab. Weil man weiß nie. Und wenn es ein Film ist wie König der Löwen, ja? Und wenn es... ist Dreck. Und wenn es ein Film ist wie König der Löwen, wo man sagt, ja, aber... es wäre voll schlimm zu wissen, dass das und das in König der Löwen passiert und man einfach davon ausgeht, hey, König der Löwen hat ja wohl jetzt jeder gesehen, da wird man jetzt ja wohl drüber reden können. Nein, muss nicht sein. Man muss nicht die grundlegenden Sachen von König der Löwen spoilern. Ja, das ist jetzt kein Anime, sehr wurscht. Einfach nur als Beispiel. Man muss es ja einfach nur, weil man sagt, das ist jetzt so alt, das hat man jetzt ja wohl gesehen. Oder... die ersten One-Piece-Episoden, dass man Inhalte aus den ersten One-Piece-Episoden spoilert. Warum? Vielleicht fangen Leute jetzt gerade an, das zu gucken. Vielleicht lesen die den Kommentar. Vielleicht wollen die das nicht lesen. Warum muss man es schreiben? Was nützt es, das Wissen über den Inhalt einer Serie einfach rauszuposaunen, wenn es überhaupt nichts bringt an der Stelle? Wenn es an der Stelle einfach nur stören. Kommt denn zurück? Oh boy! Wenn es an der Stelle einfach nur störend ist, so. Hey, cool, du hast bewiesen, dass du die Serie geguckt hast. Herzlichen Glückwunsch. Behalt's für dich. Das ist das Argument, was ich immer nicht verstehe. Ja, das läuft jetzt schon so lange. Mittlerweile sollten das Leute gesehen haben. Warum? Ich kann auch jetzt erst anfangen, Star Wars zu gucken. Deswegen wäre es trotzdem schön, wenn ich nicht überall lesen würde, was da los ist. Irgendwann werde ich nicht. Bei Star Wars ist es mir egal. Da könnt ihr mich spoilern, so viel ihr wollt. Die Serie, sag ich schon. Die Reihe interessiert mich einfach nicht. Aber vielleicht interessiert es andere. Deswegen, man sollte einfach nichts... nichts schreiben, was einfach nicht zum Thema passt. Ne? Dass man unter ein One-Piece-Video, wo es um die Episode geht, Inhalte zu der Episode schreibt. Ist schon klar. Aber jetzt zum Beispiel unter dem Video gehört halt so ein Kommentar nicht hin. Nur weil ich es angesprochen habe. Weil dann würde ich mich wieder schuldig fühlen, weil ich es angesprochen habe, dass vielleicht jemand gespoilert wird wegen mir. Das sind dann immer so Gedanken, die ich habe. Das sind ganz komische Gedanken, weil ich einfach so enorm empfindlich bin, was Spoiler angeht. Ich musste mich kurz am Auge kratzen, deswegen habe ich Quatsch gemacht. Ich bin nicht dumm. Möchte ich nur ganz kurz. Ich muss mich nochmal am Auge. Moment. So. Jetzt mit Konzentration hier durch. Wir sind lang genug in dem Abschnitt gewesen. Aber es ist schon ein kritischer Abschnitt, also muss man schon mal zu meiner Verteidigung sagen. Es ist jetzt nicht der einfachste Abschnitt hier. Nice, wir haben den Pilz behalten. Sehr schön. Das ist ein Novum. Gutes Novum. Können wir ihn bitte auch länger be...
halten. Spiel so. Nö. Darfst du nicht. Wow. Okay. Gut zu wissen, dass das Ding an mir vorbeisegelt, wenn ich auf dem Ding draufstehe. So, wo sind wir vorhin gestorben? Hier. Genau hier. Wie weit ist es noch bis zum Ziel? Scheiße. Oh nein! Oh nein, jetzt ist da unten der Schnelle und oben ist der Blaue, den ich auslösen muss. Du musst schießen. Ich wusste, irgendwann kommt ein Gelber, der mir zum Hängnis wird. Das war, also, das habe ich mir schon so gedacht. Okay. Aber ich glaube, wir sind da relativ weit am Ziel. Könnten wir vorstellen, dass wir da relativ bald am Ziel sind an der Stelle. Wäre wünschenswert. So, jetzt hier aufpassen. Ich darf den Pilz einfach nicht behalten bis hierher. Nur manchmal. So, vielleicht verlieren wir den Pilz jetzt einfach nicht an dem anderen. Das würde ja auch schon helfen. An dem. Nice. Und jetzt nicht in dem... Nicht in der Explosion. Okay. Ja, und ich rede bei den Spoilern. Ich rede davon öffentlich. So, wenn man privat sagt, hey, du darfst mich spoilern, was zum Beispiel irgendein Anime angeht. Fairy Tail, keine Ahnung. Ja, okay. Warum nicht? Dann kann man es ja machen. Aber man sollte halt nicht, wo jeder, wirklich jeder, komplett unschuldig, einfach einen Kommentar zum Beispiel lesen kann. Oder auf Twitter oder sonst wo. Finde ich, gehört sowas nicht hin. Auch nicht, wenn man sagt, ich habe es ja mit dem Hashtag versehen. Und jeder, der sich nicht spoilern lassen möchte, kann den Hashtag ja bannen. Warum sollte ich zum Beispiel den Hashtag Games of Thrones bannen? Finde ich dumm! Warum sollte ich den Hashtag bannen? Nur weil ich Spoiler dazu nicht lesen will, so. Das ist ja auch wieder dumm. Warum können sich nicht einfach die Leute beherrschen und privat über solche Sachen schreiben? Anstatt eben das so öffentlich zu machen, dass es jeder lesen kann. Das regt mich immer auf. Immer wieder, wenn ich sowas sehe, wo Leute einfach nicht nachdenken. Wo Leute einfach nicht, die meinen es ja nicht mal böse in dem Moment. Aber man muss doch einfach ein bisschen, ach, warum bin ich so dumm? Man muss doch einfach ein bisschen nachdenken. Auch mal nicht nur an sich, auch mal an andere denken. Hey, was könnte mein Posting bei anderen Menschen denn vielleicht auslösen? Ist ja schon gut. Dann hat man ja schon das Problem gelöst. So, jetzt kommt die Stelle. Der obere muss schießen. Der untere bitte nicht. Rauf drunten. Nein, 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 nein. Oh, Ziel. Ja, natürlich. Es war klar. Es war klar, aber es passt. Es war klar. Gut. Alles klar. Thick Water beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.